Ein neuer Zwerg ist in der Mine. So decken wir den Westen schön auf. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Benturio TV. An Benturio, dankeschön! An Markus der Franke. Benturio im ersten Monat. Vielen lieben Dank, Markus. Erstaunlich wenig Beute, wir Socks hier. So, platzieren wir auch noch gleich einen hin. Ja, da. Vielleicht mal einen Schluck nach Süden von hier aus. Ja, ich hätte jetzt, wäre jetzt eher nördlich vom Kupfererz gegangen, weil da ist ein Nest. Also, gut, let's go. Wir das wegmachen. Weil wenn wir da anfangen, Maschinen aufzubauen, wird das sonst sicher gleich triggern. Warte mal, ah, die Forschung hat gerade eben die bessere Munition freigeschaltet. Nice. Müssen wir dann anschmeißen. Blackwing, ich habe deine Umfrage mal umgebaut. Ja, überleben wir die erste Welle? Das heißt, für die, die Fragen haben, überleben wir die erste Welle? Wenn die erste Angriffswelle nicht jetzt bei der Expedition hier draußen, also wenn die jetzt hier unterwegs sind, dann so egal, sondern wenn wir wirklich direkt angegriffen werden, ohne dass es jemand triggert. Ich baue gerade auch noch ein paar Magazine. Das ist die Frage. Guten. Passt. Ja, kann ich nicht. Ich habe keine Stahlträger. Wenn wir nicht angegriffen werden sollten, zählt ab Punkt 1. Zu Hause, weißt du? Ach, das ist gleich mal, wie das da aussieht. Zu Hause. Ja. Wenn die von unserem kleinen Trip zurückkommen, erkennen wir es sowieso nicht mehr, glaube ich. Ich hab nur noch das Foto von meiner Frau und meiner Kinder. So, wo so, seid jetzt, ihr? Jetzt gleich rechts im Wald. Was halt kacke ist, weil es im Wald ist. Naja. What could possibly go wrong? Ah, gar nichts. Ich wünschte mir halt echt, so einen kleinen Drohnenport wäre doch jetzt schon machbar, Code Blue, oder? Du hast die Antwort gekriegt, sorry. Ja, okay. Parzi steht unter Beschuss. Ja. Zabbis kommt von der Seite und steht auch unter Beschuss. Oh, Zabbis, das ist sehr eng. Aber knapp, du, da kommt noch einer hinter dir. Vorsicht. Ja, ich seh's. 7 Leben oder ist es noch? Ja. Zabbis wie eine Katze einfach. Shit. Du hast nicht lange überlebt. Ich schmeiße mal alles irgendwo runter und. Bin halt noch zu langsam. Zabbis, du bist gleich dran. Oh, Zabbis! Zabbis wollte zu viel. Er wollte einfach zu viel. Ich wollte einfach zu viel. Da hätte sich so eine Schrotflinte gelohnt. Warte mal, ich habe eine Schrotflinte. Mist, das geht nicht. Konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass man hier sein Inventory auch los ist. Liegt das da, wo ich gestorben bin? Ja, das liegt bei deiner Leiche, ja. Ups. Aber ich glaube, wenn du nochmal stirbst, dann ist fort, oder? Oh Gott, kann sein. Ich muss mich zurückziehen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Das ist so weit weg. Die Säure ist noch zu gefährlich. Ja, irgendwie, ich glaube, solange wir keine Granaten haben, ist das schwierig. Oder Tower zum Rushen oder sowas. Ja. Also die Beiter sind schon eher knackig eingestellt. Mhm. Die sind halt Stufe 1 gerade, ne? Wenn du oben auf die römisch 1 drückst, siehst du es ja. Ich habe da kein gutes Gefühl mit Zwerg. Mhm. Die lieben das. Der Leichnam verschwindet nach einer gewissen Zeit. Ich meine, es sind 15 Minuten, sagt Stefan gerade im Chat. Ich glaube, in 15 Minuten schaffe ich es gerade eben so dahin. Mhm. Es ist nur ein bisschen blöd, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, da, wo meine Sachen liegen, könnte ein Würmchen spucken. Ja. Hier wahrscheinlich, ne? Bin eh gerade dabei, irgendwie es zu versuchen zu clearen. Aber die Würmer zerstören halt meine Türme wie sonst was.
Rush rein, Party, rush rein. Ich hab halt leider keine Eisenplatten, um mehr Türme zu bauen. Ey, diese Säure nervt ja so derartig. Habt ihr euch noch keine schwere Rüstung mitgenommen? Nee. Ja, ich hatte eine schwere Rüstung an, das hilft nicht so viel. Ich war halt schon lange nicht mehr zu Hause. Das hört sich so an. Fahrt sie auf dem Meer. 3 Jahre sind schon. Wilson! Patsy läuft nur noch mit so einem Volleyball durch die Gegend. Ansonsten nackt, ja. Nee, mit Fisch kann man sich, ja, das weiß ich eh. Dass man mit Schiss sich halten kann. Oh, was hab ich denn da? Alien-Uhr. Okay. Und Giftkapsel, Verlangsamungskapsel, Granaten! Jetzt muss ich nur noch meine Leiche finden. Oh, rauskriegen, wie ich sie aufnehme. Wo ist meine Leiche? Ach da, oh Scheit! Das ist ja eine ganz schlechte Stelle. Mhm. Muss ich da nur drüber laufen oder muss ich irgendwas tun? Aha! Du musst es anklicken. Aha, das sagst du so. Badum, 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 badum. Damit ja, hast du das... Fisch. Hast du Fisch? Ich hab leider gar nichts. Mein Inventory ist leer. Komm zu den Tower nach unten. Fordere da ein paar Fische ran, dass du dich heilen kannst. Oh, super. Danke. Diese Würmer sind halt... Alien Ore? Ja, das habe ich auch eingesammelt. Keine Ahnung, was das ist. Problem sind halt diese Türme. Es gibt einen Shotgun-Turm? What? Ja. Grenade Launcher Ammo. Was? Es gibt einen Grenade Launcher? Scheiße, ey, solange da die Viecher rumstehen, habe ich echt noch keine Chance. Solange die Würmer da noch sind, habe ich absolut keine Chance. No way. Sei kein Wurm. Nest habe ich gleich zerstört. Ah, yeah. Ja. Ist nur da eines. Sind 3 Würmer, what the fuck? Ah ja, ich sehe es. Und das sind nur kleine. Wir haben halt keine Reichweite mit unseren Waffen. Cold Blue, ich raste jetzt ein. Ein Wurm ist down. Raus. Ja, und schon. Zack, es ist auch down. 2. Wurm ist down. Ein neuer. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis ich wieder oben bin und meinen Körper. Fröhlichkeit liebt den Stream. Ups. Hey! So breit. Entschuldigen Sie bitte! Was ist denn da passiert? Oh, Nest down. Cool Blue, das ist eine völlig übertriebene Annahme, dass ich mit einer Granate nach dir geworfen habe. Ja. Also das kann ich mir im besten Willen einfach nicht vorstellen, dass sowas jemals passiert sein könnte. Wie bei deiner Leiche. Fröhlichkeit, danke für 33. Vielen lieben Nest. Dank für den lieben Support, ey. Super, Saudi danke. Von dir. Dankeschön. Boah, ich nachher auf jeden Fall Reparatur-Kits, die kann man ja schon irgendwo bauen, oder? Oder ist das noch eine... Na, da. Ah, ich hätte keine Eisenplatten. Ich brauche mehr Granaten. Granaten sind der Übershit. Ich hätte es nicht sofort forschen sollen. Oh. Ich wusste, dass das ein Fehler ist. Was fehlt mir eigentlich dafür? Kohle fehlt mir dafür! Das kann aber wohl nicht wahr sein. Ja, Kohle zum Kaufen, oder? Gut. Wie kann ich das vom Band nehmen? Mit F. Wie? Mit F? Vom Band nehmen. Nicht vom Band nehmen. Ich kann das nicht vom Band nehmen. Doch, musst. Du schaffst das. Direkt drauf gehen aufs Band. Ach, jetzt. Oh, meine Güte, ey. Ich bin so ein Kacknoob, weißt du das? Irgendwo hier war das doch. Ja, ich stehe genau bei deiner Leiche. Du hast nur meinen Namen zu laufen. Ich hab dich jetzt auf der Minimap. Cool.
Also bei deiner ersten Leiche. Okay. Die zweite lassen wir einfach als Futter für die Drax liegen. Nee, warum? Da sind ja Fische noch drin. Fisch. Das ist Alien-Ohr. Acht Magazine. So, jetzt. Loop. So, und wo bin ich? Die zweite muss hier... da. Gut, so viel dazu. Ein neuer Zwerg ist in der Nähe. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Latrinen unterstrich Junge. Markus, danke für den Verschenken an Latrinen, Junge, im ersten Monat, ey. Vielen lieben Dank dir. So. Und schon gar nicht ohne Materialien. Ich habe keinen Plan, wie unser Stromnetz eigentlich gerade aussieht. Ist jetzt ganz gut, soweit ich das beurteilen kann. Ja? Jupp. Okay. Was denn das jetzt? Einfach meine Szene gewechselt. Der Szenenbert? Ja, also OBS einfach auf Starting-Szene wieder gewechselt. Ich beginne erst jetzt. Jetzt geht's los. Okay, ich sehe gerade, wir sind gut im Verbrauch drin, aber den zweiten Block brauche ich noch nicht, den großen brauche ich noch nicht anschließen. Warum ist man plötzlich so kalt? Der Junge vor mein Weste, Leisure. Natürlich nicht. Was ich vorhin eh schon machen wollte, nämlich einen Radar platzieren. Radar? Nicht da. 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 Hoch die Beine, Zappes. Komm. Joggen, eine Runde joggen. Sieht hier so ein bisschen aus wie der gelbe und der pinke Power Ranger auf dem Weg zum Einsatz. Power Ranger! Ich kann mir das so richtig schön vorstellen, Hand in Hand. Ja, so ein bisschen fröhlich über die Wiesen hüpfen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich sehe gerade, Code Blue, das ist eigentlich ganz, ganz hübsch, deine Forschung so. Ja, ist schon hübsch, ne? Das macht schon. Ich habe so eine Ahnung, warum das so schnell geht. Ja, es ist so. Ich nutze den Strom, der mir zur Verfügung gestellt wurde. Ja. Ausgesprochen überragend. So, einmal kurz geladen. Jetzt haben wir Radar defiziert auch noch. Doch, ich laufe unten. Komisch bitte so. Oh, Hallöchen. Wer folgt denn da rein? Lord Nip. Hallöchen und danke für den Follow. Hallöchen. So bin ich. Hast du schon das Graffel, das du brauchst für deine Rüstung? Nope. Dann nehme ich da keinen Stahl raus. Oh. Freuen für die Rüstung, was kosten wir die? Welche Rüstung gibt's denn? 50, glaube ich. Die schwere Rüstung. Ja, die ist teuer. Hätte ich vielleicht nicht alles in Granaten investieren sollen. Aber wir haben jetzt ganz viel Platz nach links.
Wäre Gebrauchsrüstung, die hat weniger. Ich brauche nur. Aber die brauchen gar keine, die brauchen nur Eisenplatten. Ja. Mit einem vollen Band Kohle lassen sich 33 Kessel oder Vollers versorgen. Ja, ich weiß, ich muss hier von der Seite nochmal mit Kohle reingehen. Also in Einspritzung machen vom Hauptband. Und jetzt haben wir, der sind 15 und der sind 20. Ich steigere mich quasi von jeder Iteration meines meines Kraftwerks wird's immer mächtiger. Ich schließe die schon gar nicht mehr ans Hauptsystem an, sondern halte die jetzt gerade alle ein bisschen zurück. Also wenn dann Bedarf ist, muss ich einfach nur noch den Schalter umlegen und dann läuft die Geschichte. Und versorgt sind die schon, ne? Die haben sich dann schon schön vollgesaugt, aber verbrauchen halt noch aktuell nichts. Haben wir eigentlich mit diesen Alien-Ober? Ja, mit diesen Alien-Erz, was man da. Da wird der Kodu bestimmt noch eine Lösung für uns haben. Ja, ich weiß, ja, das brauchen wir, damit wir später wichtige Forschung machen können. Okay. Ich in dieser eine super relevant für uns. Genau, da habe ich meins auch reingehauen. Meine Pistole habe ich auch da rein, die brauche ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Just saying. Das war mal klar. So, jetzt schauen wir mal, wie schaut es hier aus? 10 Minuten. Wir hatten dann einen leichten Einbruch. Einen leichten Einbruch? Was haben sie denn mitgehen lassen? Unsere Würde. Oh Gott. Ja, die war davor schon weg. Ah. Das fand ich jetzt auch eher drollig. Würde. Würde, ja wirklich. Was hätten wir so etwas? Hab mal gesehen, wie Kobu mit sowas gespielt hat. Mit deiner Würde? Auch. Okay. So. Ich mach mal hier eine kleine Fabrik mit einer Kiste für die gute Munition. Ja. Die brauche ich sowieso in größerer Form. Also das muss nicht super klein sein. Wir haben so wenig Stahl. Ich mache jetzt wirklich im Moment genau eine einzige Fabrik mit einer Holzkiste, weil das ist also, stahlmäßig sonst echt nicht zu stemmen im Moment. Dann sollten wir vielleicht den Stahl für Hochöfen einsetzen, damit wir schneller produzieren können, den Stahl. Ja, der Grund, weswegen ich nicht mehr Stahl koche, das könnte ich ja im Prinzip, ist, dass ich nicht den Eisenfluss komplett bremsen will. Ja gut, aber das setzt ja voraus, dass wir jetzt einfach hergehen und sagen, okay, wo ist das nächste Eisenfeld und meinetwegen legen wir da einfach auch ein Band rüber. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch, weil das Eisenerzfeld, was wir im Moment haben, wird zu 100% weggeschmolzen. Und wenn ich jetzt schaue, nach rechts haben wir schon eine Stromleitung liegen und da sind 7,2 Millionen Eisenerz. Dann sollten wir uns halt einfach dieses Feld snacken und an der Stromleitung zurückführen. Und oben halt quasi bei euch, vielleicht baut ihr dann in dieses Schneebiom rechts von Parzi und Lenitz, da so in der Richtung Osten, einfach eine größere eine Fertigung, an die wir anschließen können. Aber dann würde ich jetzt einfach mal losziehen und das schon mal vorbereiten. Bandtechnisch. Können wir gleich machen. Ich habe jetzt trotzdem mal vorläufig eine kleine Fabrik hier gebaut, die da Dinge tut. Aber warum tut die hier nichts? Das ist direkt am oberen rechten Rand von dem Radarfeld, das ist das Eisenerzfeld. Das Problem ist, wenn wir da abbauen. Wenn wir da abbauen, werden wir halt instant rechts die Dörfer triggern. Ich baue gerade eine Verteidigung auf. Nee, lass stehen. Ich habe jetzt gerade ehrlicherweise gar nichts verstanden. Das ist nicht so schlimm, Blue, Code Blue. Lass mich einfach mal kurz smoken, ich habe einen Plan. Okay, ich wollte gerade sagen, weil du hast links direkt daneben, hättest du. Schon Munition. Ach, da hinten wurde das gebaut. Ja, dann mache ich das nämlich hier slightly anders. Das ist doch hier auch Grütze so. Ja, es war ja nur provisorisch. Damit wir überhaupt Munition automatisieren. Ja, nee, alles gut. Der Umstand, dass es Grütze ist, macht es mir in diesem Fall tatsächlich leichter. Aber ich bin ganz kurz nochmal weg. Ich muss was zum Trinken holen. Passt.
Fazibert, wir lieben dich. Viel Erfolg. Okay, Lagerproduktion verdoppelt. Hochöfen platziert. Warum habe ich da dann überhaupt einen Eisendings hochgezogen? Don't note it. Bin ich jetzt richtig? Boah, ist das schon ganz schön weit weg, ehrlicherweise. Da reichen die Bänder nie. Das wird nie ausreichen, sag ich euch, aber ja. Wir hätten auch auf halbem Weg das 1,3 Millionen Feld, ne? Ja, aber ich würde das 7, irgendwas schon mal gleich angraben, weil wenn wir da schon sind, weißt du, wenn wir das schon haben und das ist jetzt auch nicht, ja, ich meine, das läuft sich dann schon. Ne? Wenn Pazzi da noch eine kleine Verteidigung hinsetzt, dann ist alles gut. Ich schaue gerade, also ich bin jetzt eh gleich dort. Dann baue ich den Strom noch rüber und dann ist gut. Ich habe es bisher auch nur alles mit den kleinen Strommisten. Theoretisch können wir so mit den Größen jetzt umbauen. Ja, ja, ich habe große, habe ich schon produziert. Ich habe jetzt bloß nicht ganz so viele davon. Nicht wundern, Code Blue, das, was ich hier mache, hat irgendwie schon Methode. Es dauert nur noch ein bisschen. Naja. Und zwar möchte ich das so. Also den Strom hast du wohl. So, dann machen wir es so. Okay, ich bin da. So. Wieder zurück. Bibi. Bibi. Danke. Dann laufen wir mal rüber da und bauen eine Verteidigung auf. Ja, da sind ein paar Nester, habe ich gesehen. Das fast nördlicher mit dem Band gehen. Komme ich besser durch, meine ich. Ah, geht doch. Okay. So ganz krass viel habe ich nicht an Bändern. Ich produziere, glaube ich, noch welche, ne? Ich produziere, glaube ich, noch ein paar Bänder. Ah, da unten. Bin zu hoch. Okay. Der Spann steht mindestens so drei Viertel. Ja. Ich sehe da gar keine Schwierigkeiten, auf uns zu kommen. Hallo, Pazibert! Guten Tag. Ich habe gehört, Sie brauchen hier eine Verteidigungsanlage. Ah, oben. Ja, eine Verteidigungsanlage bauen ist ja auch wieder bescheuert. Mit so viel Wald. Da hilft nur eins. Granaten! Bänder automatisieren. Wir haben Bänder automatisiert tatsächlich. Mhm. Aber sogar zweimal. Ich war nicht kognitiv in der Lage, das auch noch zu erfassen, als ich losgelaufen bin.
Tja. Mehr Granaten. Mehr Granaten. Aber ich krieg das schon hin, ja. Bis, ich meine, es muss ja jetzt da oben auch erstmal irgendwas angeschlossen werden. 7,2 Millionen. Igor ist nicht schuld, das war die Katze im Keller. Gott. Ah, sie sind da schon wieder los mit dir. Müsste. Müsste schon wieder am Durchdrehen. Durchdrehen? Aber ich automatisiere auch mal Granaten, oder hat das schon jemand gemacht? Nee. Ich glaub nicht. Gut. Oh, es gibt 1000 Ölsachen jetzt gerade neu. Sehe ich gerade erst. Fülle Biomasse in Fass. Okay. Fass es nicht. Das ist wert. Fass ist nicht an. Lagerhäuser gibt's jetzt. Pumpen. Geil. Also Pazzi, falls dich die Lust nach Granaten und vernünftiger Munition antreiben, das gibt's jetzt beide in netten kleinen Kistchen. Sehr nice. Dann kann ich den Wald jetzt da schön wegmachen hier. Weil der Wald ist ein Weg für die Verteidigungsanlage. Nicht nur dafür, glaube ich. Ja, das ist für alles im Weg. Ich kann keine neuen Türme mehr bauen, ne? Fehlt mir Eisen bzw. Stahl dazu. Wieso baut der Zwerg eine zweite Stromtrasse? Weil ich es mit großen Strommasten ganz gerne machen würde. Weil die untere Linie ist jetzt, glaube ich, eher so mit den Sticken. Ja, genau. Ja, bis zur Hälfte habe ich jetzt auch mal großen schon ergänzt. Echt? Also unterhalb von diesem See ändert die mit den großen Masten. Müsstest ja diese blauen Punkte auf der Map sehen. Ach da, ja, jetzt sehe ich's, ja. Ja, und ich bin... Ein Teil, die ich im Inventar hatte, ich schon mal angefangen, dann könnte man die ja verbinden. Ja, also da, wo ich jetzt gerade bin, da ist auch jetzt eine Trasse mit mit großen, aber ich habe jetzt keine mehr. Ja. Das heißt, ich ziehe jetzt das Band einfach weiter Richtung Base. Wie benutzt man eigentlich Granaten? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Muss ich die im Inventory haben und dann, oder wie mache ich das? Also wie werfe ich Granaten? Dann wählst du unten aus oder wählst du generell aus? Und dann klickst du einfach dahin, wo du sie hinwerfen willst. Ach so, okay. In diesem grünen also Radius. Müssen im Toolbar sein, okay. Ja, oder nimmst du aus dem Inventar in die Hand, das geht, glaube ich, auch. Ja, das funktioniert auch so. Funktioniert hervorragend. Jetzt müssen wir da vorne sprengen. Das ist nervig hier. Stimmt, wir könnten das auch so machen. Ne? Und jetzt soll sich nochmal so ein blöder Wurm an mich ranmachen, ey. Gibt's aber Bum-Bum. Ich kämpfe mich hier durchs Unterholz. Kämpfst dich durch Unterholz, ich spreng es weg. Ja, das, wobei da immer nur ein Baum im Weg ist, da lohnt sich das mit den Granaten, also, glaube ich, kaum. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. So eine schöne Schneise reingeschnitten. Außerdem ist der Wald jetzt eh gleich rum.
Zumindest kurzfristig.